So, ich kann entweder richtig kommentieren. Die letzten drei Folgen waren ja alles Nachkommentatori-Dingens. Also, Helden auswählen. Hokage, nö. Assassin und Spellsword, nö. Baba mit HP und NP getauscht. Das können wir schon mal knicken. Ein Assassin und ein Basketball spielenden, übertreibenden Barbarenkönig. Das klingt doch gut. Ja. Geld haben wir nicht besonders viel. Kann mich gar nicht erinnern, warum. Na gut. Dann kaufen wir uns jetzt gar nichts. Warte mal. Irgendwas Billiges müssen wir noch kaufen können. Genau, so ein Gedöns hier. 1200. Dann ziehen wir das hier wieder an. Und dann kriegt Charon nur 28 oder so. Nach Fliegen. Mist. Ich weiß, ich habe da was verdrängt. Wir wollten uns ja diese und die nächsten Folgen an das Fliegen gewöhnen. Das wird nicht gut. Und das könnte aber erklären, warum ich so wenig Gold hatte. Sie sind halt einfach ganz schnell gestorben. Aber gut, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir riesengroß sind. Wir treffen viel mehr. Können viel mehr wegschubsen. Und passen fast nicht mehr durch die Stachelgänge durch. Hops. Oh, ein Secret. Nicht da. Da. Und 1500 Gold. Wir haben jetzt schon mehr gemacht als das letzte Leben. Das ist irgendwie beunruhigend. Oh, kaputt, 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 kaputt. Oh. Drei Schläge bei denen ist... obwohl, das geht eigentlich langsam. Wir müssen ja immer denken, wir spielen Barbaren, dann machen jetzt viel Schaden. Hops. Komm, komm, komm. Zing, zing. Komm her, ihr beiden. Komm her. Komm schon. Okay, müssen wir da lassen. Aber die Jungs können wir treffen. Oh, der hat auch ein langes Schwert. So. Gut, gut, gut. Sehr schön. Also ja, doch. Oh, 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 oh. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Leben. Das könnte ein bisschen länger dauern. Jetzt. Solange ich jetzt nicht in irgendwelche Räume komme, wo ich ganz viel ausweichen muss. Aber dann sollte ich einfach daran denken, dass ich ja diesen Schrei habe, um die Projektile wegzupushen. Und dann passt das schon. Genug Mana für den Schrei haben wir ja auch. Wuschel, wuschel. So. Und Gold. Eine Etage runter und links. So. Hier ist nun... Genau solche Räume meinte ich übrigens. Wo das Fliegen eher ein Problem sein könnte. Au. Boah, ist das garstig. Oh, oh, oh. Oh, okay. Okay, okay, okay. Einfach runterfallen. Au. Ja. Ne? Erstmal ans Fliegen gewöhnen und so. Aber wir haben jetzt schon 5800 Gold, das ist alles okay. Das ist sogar schon ein Angriffskraft-Upgrade. Was wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr holen. Oh, dich nehmen wir mit. Dich nehmen wir mit. Und euch beiden auch. Aber ja, Angriffskraft-Upgrade ist naheliegend. Ich muss mal gucken, was wir noch so holen. Also Gewicht. Oh oh. Gewicht brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht mehr. Weil das Schwert haben wir uns ja schon geholt. Umhang auch schon. Also haben wir nicht mehr so viel an guter Ausrüstung, die wir uns holen können, wollen, würden. So. Quatsch. 10.000 Gold. Oh oh. Obwohl, warte mal, die probiere ich mal. Das klappt richtig gut. Kaputt, kaputt, schnell, 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 schnell. So, okay. Jetzt muss der aber noch sterben. Wow. Wow. Sehr schön.
Also dieses Faraduru, das ist wegschubsen von dem Geschossen, ist mega praktisch. Ich glaube, ich erhöhe echt einfach mal ganz viel Mana. Selbst für Barbaren. Wenn er das öfters machen kann. So, unten rechts geht's weiter. Dumbass, Dumbass? Nein. Oh. Hahaha. So. Katsching. Du siehst verdächtig aus, Raum. Ist da unten irgendwo ein Secret? Nö. Hm. Zink, zink. Okay. Dich da hinten müssen wir gar nicht kaputt machen. Machen wir mal. Oh. Weg. Oh, und Übergang. Das Hühnchen lasse ich mal hier. Das können wir später noch gebrauchen, außerdem haben wir gerade neues gefunden. Oh. Ein leerer Raum. Oh, und ganz viele Lebenspunkte, die sie nicht wehren können. Oh, warte mal, die hier können sich wehren. Ja. Au, 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 au. Hm, komm hoch. So, jetzt die da oben noch. Genau, du, 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 du. Komm runter. So, volle Lebenspunkte. Sehr schön. Jo. Yikes. Okay, da war Fliegen echt mal praktisch. Und dich ignoriere ich. Oh. Ding, 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 ding. Oh, 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 oh. Ganz schön viele Wölfe hier. So. Kaputt. So. Dich ignorieren wir mal. 14.000 Gold. Das läuft ja richtig gut. Oh, 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 oh. Ich hätte nichts sagen sollen. So, ihr beiden, kommt mal her. So, schon besser. Oh, 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 so. Was haben wir noch an Gegnern? Dich. Du bist jetzt nicht so wirklich gefährlich. Die Stacheln unter dir sind eher gefährlich. So, zink. Gucken wir unten mal zuerst weiter. Okay. Unten schien eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Oh, 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 oh. Okay. Ja, soweit alles leichte Gegner. Das läuft richtig gut mit dem Erbarmen. Wir könnten das glatt schaffen, mehrere Gebiete zu clearen. Also wenn nicht andauernd diese toten Wölfe hier wären. Oh ja, ich gucke, glaube ich, gleich mal ins Startgebiet zurück. Was da noch so fehlt. Und dann clearen wir das Startgebiet einfach mal. Und gucken danach weiter. Oh. Weil wir kommen nie unter 80% Lebenspunkten. Das ist schon mal ein sehr guter Ansatz. Also, Startgebiet. Oh, da sind noch ganz schön viele Räume. Ja, okay. Aber wir haben einen Teil von Maya geklärt und einen Teil vom Wald. Und einen Teil vom Ersten. Wir müssen eigentlich noch in die Hölle gehen und davon teilgieren. Na gut, wir halten uns einfach mal rechts runter. Und gucken, ob wir irgendwo einen Teleporter finden. Wow, 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 wow. Hadus. Oh, oh, oh. Komm weg, du Feuermagier. So. Warum wird da noch eine Kiste angezeigt? Wahrscheinlich, weil da noch eine Kiste ist. Sehr gut. 21.000. Sehr schön. Kein Schaden nehmen. Ja, okay. Ja, so. Das war gerade komisch. Sehr komisch. Aber gut. Bounty-Rune für ein Brace. Nein.
Also ja, sehr ungewohnt alles noch. Nur so langsam geht das fast. Oh, oh, oh. Ganz schön viele von diesen Keulen schwingen. Riesentypen. So, kaputt. Ah. Haben sich zwei gestapelt. Nee, doch nicht. Okay. Hops. Wolf. Warum lebst du noch? So. Ihr gebt euch gegenseitig Rückendeckung, ne? Oh. So, auch kaputt. Gleich mal auf die Karte gucken. Also erstmal kurz den Raum hier oben rechts, wo nichts drin ist. Zonk. Ich sag ja, Gegner machen mir fast keinen Schaden, aber diese doofen Stachelfallen und Stachelkeulen und alles mögliche andere, was eigentlich eher zur Umgebung gehört als zu den Gegnern, die bringen mich um. Und zwar richtig systematisch. Jeden Raum ein kleines bisschen. Oh. Yikes. Ja. Ja, 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 ja. Weg, 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 weg. Oh, dich bringen wir nochmal um. Oh. Was war das denn gerade? Ich wurde weggeschubst. Ich habe im Rückgeschubst werden fliegen gedrückt. Und konnte nicht aussuchen, wo ich hinfliege. Also der Drall quasi war immer noch drin. Das ist interessant. Hätte ich nicht gedacht. So. No. Mini-Blobs. Kaputt. Sehr schön. So, wir wollten aber eigentlich in die ganz andere Richtung, ne? Jo. Da wollen wir lang. Zing. Sehr schön. Njam, njam, njam. 27.000 Gold. Also wenn ich jetzt nochmal so einen Schrein finde, also ihr wisst schon, welchen Schrein ich meine, diesen den random Boni oder dem einen negativen, ich werde ihn garantiert nicht nehmen. Das könnt ihr knicken. Das wäre mir jetzt viel zu schade um das ganze Gold. Na da. Au. Na komm, schon, du doofes Kleines, genau. 30.000. Wo müssen wir überhaupt lang? Links rum. Dann noch runter und rechts rum. Du bist doof. So. Wow. Ich sollte aufhören, diese Stachelschmeißer zu töten. Dann zwuseln die wenigstens mal in demselben Gebiet rum. Zwei Hähnchen. Sehr schön. Genau die da meine ich. Ich glaube, den lasse ich jetzt einfach mal stehen. Oh. Das ist auch ungewöhnlich. In diesen Räumen, wo steht, töte alle Gegner. Und die auch offen erreichbar sind, im Gegensatz zu diesen ganz komischen Räumen. Die sind normalerweise ratzevoll mit Gegnern. Hier waren gerade mal zwei oder drei. Das ist sehr suspekt. Oh, komm mal raus da. Danke. So. Ein random Teleporter. Ich glaube, da springe ich gleich mal rein. Also erstmal hier alles clear und dann, ne? Oh. Ach ja. Ja. Erstmal ein Raum mit ganz vielen Stacheln und dann ein Raum mit Hunden. Das Spiel will mich echt veralbern. Und ich werde so garantiert nicht zu dem random Stachelding. Random Teleporter zurückkommen. Da sind mir viel zu viele nervige Sachen im Weg. Kaputt. Oh, 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 oh. Ah. Genau. Einfach da runterspringen. Ist gut. Karte sagt, da ging es zurück in das erste Gebiet.
Aber wir sollten hier erstmal die ein, zwei kleinen anderen... Naja, dober Hund. Ein, zwei anderen Sachen machen. Damit wir später nicht dahin zurück müssen. Also den Raum hier zum Beispiel. Der auch ins erste Gebiet führt. Sehr schön. Alle, hopp. Au. Komm, stirb. Ah, au. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Aber mit den Hühnchen haben wir echt Glück, dieses Leben. Also das zusammen mit dem 8 Lebenspunkte pro Gegner ist echt super praktisch. So, Karte. 3-mal links und runter. Dash, dash, dash. Hier dürfte eigentlich soweit nichts mehr leben. Was mich wundert, da wir ja eigentlich... Oh, oh. Da wir eigentlich als Barbar durchrushen wollten, ne? Das war die bisherige Taktik. Die wir jetzt vollkommen ignorieren. Keinen Schaden nehmen. Oh, warte mal. Das müsste doch machbar sein mit dem Faradu-Ding. Genau. Super praktisch. Sehr schön. Alternativ hätte ich auch einfach alle umbringen können. Fällt mir gerade so auf. Da stand nichts von wegen nicht töten. Oh. Komm. Ah, au. Ich sollte aufhören, mit denen rumzuspielen. Einfach. Oh. Warum? Komm. Na. Oh, 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 oh. Irgendwas läuft da gerade richtig. Es könnte daran liegen, dass hier 5 Augen, zig Feuermagier und was weiß ich sind. Und wir fast keine Mana mehr haben. Ja. Und die schummeln. Das ist auch ein Nachteil, wenn man zu oft diesen Shout benutzt. Man verlässt sich dann drauf, dass wenn man Y drückt, dass alle Projektile weggehen. Und wenn man dann keinen Mana hat, dann am Arsch. Und man versucht ja gar nicht erst auszuweichen. Man sieht die Geschosse kommen, drückt Y und man wundert sich, dass nichts passiert. Auch sehr schön. Oh, Lebenspunkte. Mana nehmen wir auch mit. Und hier könnten wir jetzt in die Hölle. Ah, ich glaube, ich gehe aber erstmal da an den Anfang zurück. Da waren nämlich noch 2 Abzweigungen. Und dann hätten wir die erste Etage clear. Oh, okay. Yeah. Geh, Mac, du doofes. Genau. Hallo, Boris. Wie war das? Wir wollten bei dir einfach nur ranlaufen und ganz viel hauen. Und es klappt. Das ist nicht besonders stylisch und überhaupt, aber es klappt. Retribution Bracer. Och nö, danke. Du, du bist kleines. Oh, 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 oh. Ja, Lebenspunkte sehen nicht mehr so gut aus. Aber dafür. Ah. Komm, 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 komm. Aber dafür haben wir richtig Gold. Gleich 40.000. Jo. Komm, 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 komm. Die Kiste da oben will ich noch haben. Nein, komm. Ah, das war jetzt gemein. Na gut, 40.000 Gold. Eine Reihe, 2 Reihen, 3 Reihen, 3,5 Reihen fast. Ja, das war doch mal ein sehr schönes Leben. Aber gut, jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.